Ist euch hier rechts die verbundene Maske schon aufgefallen? Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, wir haben das letzte Mal die Außenpart, die Gärten von Schloss Hyrule erkundet. Und jetzt sind wir in der Halle. Ich möchte an der Stelle mal anmerken, dass, wenn es nicht als Dungeon, sondern als Schloss gedacht ist, der Aufbau echt ganz schön kacke ist. Die Riesenwirbelattacke ist schon ganz schön krass. Die Riesensprungattacke auch irgendwie. Damit machst du halt alles weg. Was ist das für eine Architektur? Weißt du, wenn es wirklich ein normales Schloss ist, warum steht da eine random Treppe in der Halle? Hier, links. Warum ist dieses random Podest da? Und vor allem, nicht als Schlossbewohner, du kommst hier rein. Wie kommst du in deine Scheißgemächer? Also wenn du nicht gerade so einen Gnom aus der Schattenwelt bei dir hast, wie kommst du hier voran? Achso, natürlich mit den Greifhaken. Stellt euch das einfach vor, Zelda hier, weiß nicht, macht gerade einen Ausflug in Hyrule Stadt. Und will dann wieder in ihr Gemach zurückkehren, wie sie erstmal die Greifhaken auspackt und sich hier durch die Gegend schwingt. Da finde ich es aber auch ein bisschen kacke, dass die Stadtwache von Hyrule mir nicht einfach den Doppelhaken gegeben hat, weil offensichtlich ja jeder Angestellte des Hauses so einen scheiß Doppelhaken haben muss. Ich meine, wie wollen die Bediensteten hier alle durch die Gegend kommen, weißt du? Ich habe eventuell schon wieder meinen Trick vergessen, gegen die zu kämpfen. Ah ja, genau. So bekämpft man die. Nett. Erstmal ein 100er. Na, Fackeln. Einfach mal die Fackel halten. Schätz mal, das funktioniert so. Scheiße. Ach, genauso wie es halt nicht sein sollte. Ah, ich habe eine Idee.
Okay. Ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt ist, wie ich es gleich tue. Ja, ich drücke halt nach unten, ne? Aber Ding tut nichts. Ne? Den Bumerang erstmal auf Reisen schicken, dass er halt nichts Dummes anstellen kann. Und währenddessen kann man da auf das Podest gehen, beziehungsweise auf die Treppenstufe. Und... Na. Sich dann hochfahren lassen, sobald der Bumerang die Fackel löscht. Okay, aber ich glaube, hier soll ich noch nicht sein. Weil das da ist immer noch versperrt. Ich sammle halt Rubine und Herzen ein, um... Also, ja, Rubine deswegen, weil ich... Ja, später im Kampf gegen Ganondorf wahrscheinlich meine Magierüstung einsetze. Herzen deswegen, dass ich halt die Riebel-Attacke, genau, die Riebel... die Riebel-Attacke, jawoll, ich bin fertig für heute. Das muss ich mal schnell in eine WhatsApp-Gruppe schreiben. Wo ist die Gruppe da? Wenn du so durch bist... In TP. Attacke. Zerriebel. Attacke. Ich finde das gerade witziger, als ich sollte. Kopfschmerzen habe ich keine, aber ich glaube, von der Migräne bin ich trotzdem ein bisschen doof geworden. Ist das dunkel hier. Okay. Warte mal. Hoppla. Ah, das ist ein Schalterrätsel, oder? Okay. Muss sie entsprechend ihrer Brenndauer anzünden, dass alle gleichzeitig brennen. Aha. Okay. So nämlich. Ja, also wie festgestellt, die müssen halt entsprechend ihrer Brenndauer angezündet werden. Die eine geht sofort aus, die anderen
gehen dann nach und nach aus. Und wir müssen herausfinden, in welcher Reihenfolge die dann angezündet werden müssen, dass alle Flammen gleichzeitig brennen. The more you know. Okay, auch wieder zwei Exalfoss. Geht doch. Easy. Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Lol. Hinter mir habe ich ja auch noch eine Tür, oder? Habe ich gerade die Tür ignoriert oder ist da nur eine Wand? Nee, ich habe gerade voll die Tür ignoriert. Doppelhaken! Na? Komm schon her, du Flugsau. Auf die Fresse! Was haben wir hier? Ein kleiner Schlüssel. Also war wichtig, dass ich vorher hier rausgehe. Hier raus. Boah, was ist denn heute mit meiner Sprache los, ey? Ich glaube, gleich kommt die witzige Stelle. Kommt gleich die witzige Stelle? Komm, ich will hier lang. Die Boss-Truhe. Und Sandy Bazooka. Man hatte gesehen, dass Rafflamau ist, oder? Sorry, Link. Your key is in another castle. Ich sollte zwischendrin mal wieder speichern. Habe ich jetzt die ganze Zeit über nicht gemacht, aber ich glaube jetzt, nachdem ich den Boss-Key habe, sollte ich vielleicht doch mal speichern.
Es ist nur so ein Gefühl. Warum ist da eigentlich immer noch abgeschlossen? Kleiner Schlüssel. Ach nein. Schön, ein Sprungrätsel einzubauen. Gibt's hier noch irgendwo so eine Typen? Warum hältst du dich nicht fest, du Arschloch? Weh, ich bin am Anfang des Raums, ne? Gut, bin am Anfang der Treppe. Meine Fresse, lauf doch nach rechts, Mann. Halt dich doch fest, du Wichser. Deswegen habe ich mich gerade so darüber gefreut, dass es ein Sprungrätsel gibt, weil die Sprungsteuerung hier einfach absolute Kacke ist. So. Und jetzt gibt's keine Herzen mehr, oder was? Ah, übrigens, hier fehlt der Boden. Okay, Mietner will nicht. Da kann ich mich festhalten, oder? Ja. Na schön, was das Spiel hier auch für eine riesige Toleranz hat bei den Hakenpunkten. Na, Gott sei Dank. So, und das wird jetzt wieder ein Spaß. Beziehungsweise das wird ein Spaß, sondergleichen. Wie viele sind da vorne? Ich glaube, zwei standen eigentlich da vorne. Der sieht mir nur noch einmal aus. Versteckt sich da links einer? Nee, es ist nur einer im Bus gerade. Ja, den bekämpfen wir dieses Mal noch.
Wenn man es einmal raus hat. Dann geht es locker klar. Ja gut. Einen kleinen Schlüssel haben wir verkackt. Aber das macht nichts. Denn wir speichern noch einmal. Und beim nächsten Mal. Es ist time for the boss. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr freut euch auf das Ende von Twilight Princess. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.